Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Varanenschnetzeln bei Rösen 3 Titanbots. Jo, also, wie gesagt, wir wollen da mit Edward den Strand noch ein bisschen erkunden, weil hier soll irgendwo sein Erbe sein. Und, um das zu erreichen, müssen wir uns halt zahlreiche Varanen stellen. Ist aber nicht so schlimm, weil die geben anständig Erfahrung. Und wenn es so weitergeht, muss ich mal schauen, dass jetzt meine Nahkampffähigkeiten da verbessert, bevor ich noch eingehe. So. Ja, ja, ist schon gut, du bist Viech. So, aufs Maul. Auf. Nicht ich, du sollst aufs Maul kriegen. Geht, ja. So ist das nun mal. Ja, so ist das nun mal, du sagst es. So, bei der Gelegenheit können wir auch Muscheln sammeln und nach Möglichkeit auch rohen Fisch finden, den wir später bei den Dämonenjäger verkaufen können, sofern wir mal bei ihrer Zitadelle sind, ne? Doch der Weg dahin ist etwas weit, steinig, schwer und naja, es... Oh! Oh mein Gott, das ist davon für Viech. Ich muss mal kurz speichern. Neuerdings, ja, genau. Und ein bisschen was essen wäre auch nicht schlecht. Nee, ich will was essen. Ich drücke immer falsch, ich ludel. So. Jetzt aber. Ich habe es geschafft, jetzt irgendwas zu... Oh! Ich verdrück mich jetzt die ganze Zeit. Aus. Aus jetzt. Ruhig. Ruhig. So. Ich hätte gern jetzt bitte meine Waffe. Hallo? Was habe ich denn jetzt angestellt? So. Also. Die hätte ich gern. Kann ich eigentlich eine Armbrust führen? Ich würde sie schon mal gern ausprobieren. Ich habe ja noch nie ausprobiert. Pistole plus 5. Na, ich glaube, das ist die schon besser. Glaube ich. So, ich möchte jetzt nur wissen. Jawohl, geht eh. Warum ich meine Waffe nicht ziehen konnte, das wollte ich jetzt wissen. So. So, Rino. Zack. So, schnell weg. Ich will nämlich mit den einen haben. Bullen. Und nach Möglichkeit nicht noch den... Das hat überhaupt nicht hingehauen. Au. So. Au, au, au. So, jetzt kommt eh schon der zweite. Das wollte jetzt eigentlich schon reichen. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Huch. So. Zack. Zack. Au. Freund. Zack. 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 Jawohl, Hilfe. Zack. Oh, zack. Nochmal. Au. Au. Einer ist immer der Stärkere. Sehr gut. So ist das nun mal. Ja. Aber das da vorne ist mir nicht geheuer. Zwei von denen. Ach du liebe Zeit. Na, ich glaube, das ist keine gute Idee. Die zu pullen. Also noch nicht, glaube ich. Also weit, so gut. Versuch die mal zu umgehen. Vielleicht klappt das ja. Huch, schwimmen, ja. Ich probiere einfach mal, ne? Vielleicht können wir hier noch ein... Aha. Wohnt da jetzt jemand, oder? Oh. Was willst du hier? Dirion. Verschwinde! Aha. Servus, Herr Dirion. Also, was machst du hier? Geht das auch freundlicher? Geht das auch freundlicher? Wenn du nicht gleich wieder abhaust, passiert was! Ich werde dieses Ritual zu Ende bringen. Und niemand kann mich aufhalten.
Ist das jetzt auch ein Dämonenjäger oder ist das ein Schwarzmagier? Das schaut schon irgendwie ein bisschen magischer aus, ne? Da knallt er durch. Was für ein Ritual soll das sein? Was für ein Ritual soll das sein? Ich werde diese Frau opfern! Ich werde sie opfern! Die schattige Macht wird sich meiner bemächtigen. Aha. Und ich werde zum größten Magier aufsteigen, ja, ja, den die Welt je gesehen hat. Aha. Aber du kommst mir gerade recht. Ich werde euch einfach beide opfern. Mach dich bereit zu sterben. Ich mach dich kalt. Ja, das glaube ich weniger. Au. Doch, er hat mich gerade umgebracht. Okay. Das wollte ich jetzt eigentlich gerade nicht. Ich wollte jetzt nur mal schauen, was da los ist. Ne? Ich dachte, da wären Schatten. Die brauchen Hilfe, habe ich jetzt gedacht. Nix da. Okay, ich muss mich mal kurz heilen. Was denn? Epic Fail, wie immer. So. Ab ins Wasser. Nochmal. Na, ich schwimme außen mal dumm. Du kannst mir nichts tun, Viech. Oh, ich bin zu weit geschwommen als gedacht. Ich dachte, ich wäre halt drüben, weil ich das Viech gesehen habe. Entschuldigung. Das war gerade blöd von mir. Entschuldigung. Ja, ja. Entschuldigung. Da schnauft der Dame Teufel. Basti, wir sind hier eigentlich gut. Also es wurde hier gut gespeichert. So, nochmal. Da kann ich zuerst mit ihr reden. Das ist eine Magierin. Was willst du hier? Okay, das können wir überspringen. Geht freundlicher. Was für ein Ritual. Ich mach dich kalt. So, wow. Au. Er ist echt stark. Ich konnte nicht mal meine Waffe ziehen. Okay, das ist unfair. Ich versuche vorher die Waffe zu ziehen. Das dauert zu lange. Der castet voll schnell. Also wenn ich noch ein Magier werden möchte, wäre der mein Vorbild. Was willst du hier? Ah, da steckt es automatisch wieder ein, ist eh klar. So, dann nochmal so. Verdammt. Und? Ah. Aber ich will... Mach! Ich mach dich kalt! Ich will nur angreifen, ey, zwar schnell. Ich muss schneller sein wie er. Jetzt geht's. Au. Daneben. Willst du mich schälen? So, jetzt haben wir. Du Arsch. Tschüss. Gefährliche Liebschaft. Aha. Wahrscheinlich ist sie jetzt sauer, weil wir ihn umgebracht haben. Jetzt können wir wahrscheinlich chillen. Jetzt können wir sie wahrscheinlich auch noch töten, die Arme. Na, gnädigste. Danke, dass du mich befreit hast. Oh, okay. Dieser verrückte Magier. Ich hätte mich nie mit ihm einlassen dürfen. Was hat er mit dir vor? Wieso hast du dich mit ihm eingelassen? Ja, genau. Wieso hast du dich mit ihm eingelassen? Ich dachte, er ist ein netter Kerl. Er klang so interessant. Erzählte mir Dinge über ferne Länder und sagte, er könnte mir das Zaubern beibringen. Mhm. In meiner Naivität habe ich ihm das natürlich geglaubt. Ich hätte schon stutzig werden sollen, als wir bei unserem Strandspaziergang plötzlich auf dieses Lager gestoßen sind. Aber jetzt bist ja du da. Vielen Dank. Ja, gerne. Der Magier wird dich nicht mehr belästigen, ja, wortwörtlich. Der Magier wird dich nicht mehr belästigen. Vielen, vielen Dank. Wer weiß, was der Irre noch mit mir anstellen wollte. Ich bin eigentlich hart im Nehmen, aber dieser Typ hat mir Angst gemacht. Ich glaube fast, er wollte mich opfern. Mhm. Wie auch immer, du hast dir eine Belohnung verdient. Ich möchte keine Belohnung von dir. Gib mir etwas Gold. Gib mir dein gesamtes Gold. Na, keine Belohnung. Das passt schon. Ich möchte keine Belohnung von dir. Ein echter Gentleman, was? Ja. Ich kann mich gar nicht oft genug bei dir bedanken. Ich werde ab jetzt ein bisschen vorsichtiger sein, mit was für Gestalten ich mich einlasse. Sehr löblich. Was hast du jetzt vor? Was hast du jetzt vor? Ich werde zurück zur Taverne gehen. Hier ist es irgendwie gruselig. Ja, das glaube ich dir. Soll ich dich begleiten? Du packst es schon. Na, soll ich dich begleiten? Soll ich dich begleiten? Nein, danke, ich komme schon klar. Wir sehen uns dann in der Taverne. Auf den Schock gehe ich erstmal einen trinken. Das glaube ich dir. Danke nochmal für alles. Ja, bitteschön. Pass bitte auf dich auf. Wir hauen uns einmal hin. Bis zum nächsten Morgen. Gutes Nächtle.
Was? Ach, ist schon soweit. Es ist so gemein, man legt sich kurz hin und es ist schon morgen. Jeden Tag dasselbe. So, passt. Da hat er scheinbar jemand erfolgreich umbringen können, opfern können, der Sack. Widerspenstige Liane. Oh! Ja, das habe ich gewusst. Das habe ich gewusst. So, ich habe noch immer nichts zum Porten. Aber wir haben was zum Speichern. Das war sehr erfolgreich jetzt. Ich mache die Runde fertig. Hoppala. Zumindest habe ich das mal vor. So. Das war ein netter Plansch. Da gehen wir nicht drüber. Oh, das soll ich mich trauen. Der ist eh allein. Ich könnte es ja mal probieren. Wenn ich zu sehr aufs Maul kriege, dann weiß ich, okay, beim nächsten Mal Finger weg. Eisenbohlen. Damage wieder kriegen. So, Freund ist ja auch schon da. Zwei sind halt echt zu viel, aber einer könnte gehen. Darf uns halt nur nicht erwischen, ne? Und geht schon. Au. Er soll uns nicht erwischen, hab ich gesagt. Au. Hey, würdest du mit deiner Keule mal draushauen? Au. Jetzt hat er keinen Bock, unser Freund, ne? Au. Jawohl, geht ja. Also, ah, der hat gar nichts für uns. Oh, schade. Ich lege mich nochmal hin. So, legen wir es nochmal hin. So, bis zum Mittag. Dann können wir die zwei da drüben eigentlich auch noch versuchen. Aber ich muss halt schauen, dass ich einen nach dem anderen kriege, ne? Weil sonst bin ich wirklich nochmal, noch mehr hin. So, und ja. Vielleicht kann ich einen triggern. Das wäre... Wenn wir zusammenhalten, schaffen wir das! Nach dem Sandteufel. So, leg sie weg. Ein Ende. Zumindest ein Stückchen weg. Ich glaube, es wäre sogar gegangen. Jetzt netter. Ich will nur looten. Ich muss warten, bis der wieder zu uns raufkommt. Dann könnten wir es probieren. Ja, komm nur her. Du komischer Lagel. Beifuß. Meh. Hallo. Na komm. Verdammt. Da war gerade vorne eine bessere Position. Hü-hüpf, hü-hüpf, hü-hüpf. So pullt man garantiert alle beide. Das will ich ja nicht. Könnte das schon noch zu knapp sein? Ah? Ah? Jetzt könnte es was werden. Hallo? So, ich laufe mal ein Stück weg. Ah? Ja, das klappt, glaube ich. So. Das könnte klappen. Ich möchte ihn gern zur Wand drängen. Dann haben wir theoretisch ein bisschen mehr Chancen, ihn auch im Weg zu stehen. Oh, das wird weggebordert. Hast du gesehen? Das wird voll geil ausgewichen. Die Pistole ist halt auch noch cool. Au. Das hat dir auch nicht geholfen. Nein, nicht wirklich. Das ging gut. So, jetzt muss ich mich nochmal heilen. So, und dann probieren wir den einen Riesen-Oschi da drüben noch. So, mal schauen, ob der jetzt noch schlimmer ist als die anderen beiden. Erzgolem. Na, das gleich. Hätten wir auch eine Chance. Ich sag dir eine Chance. Jawohl! Nice! Einfach so mal umgerotzt. Der hat nix. Gleich wie die anderen. Verdammt. Egal. Umgerotzt ist umgerotzt. So, jetzt können wir weitergehen. Ja, läuft doch.
So, schnell ein bisschen Proviant essen. So. Speichert er wieder für uns. Nice, das waren jetzt 1200 Ruhmpunkte. Das passt doch. Ruhm und Ehre, nur für uns. La 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 la. Ach, wie schön. Ist da ein Fisch? Nein. Aber hier haben wir einige Sandteufelchen. Keine Muschel. Ich bin entrüstet. Das ist kein Ende mit den Biestern. Nein, da war nichts. Da hat er recht. Zack. 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 Und nochmal. Und einmal noch. Und noch einmal. Bam. Und der letzte. Zack. Und dann tanzen wir mit ihm. Zack, zack. Er ist immer der Stärkere. So ist das nun mal. Ja, richtig. Sie haben vollkommen recht. So. Das hätten wir auch. Da drüben wäre auch so eine Insel, ne? Wo man vielleicht drüber... Oh mein Gott. Das ist kein Ende mit den Biestern. Das wollte ich gerade nicht. Okay, der ist... Den könnte man auch besiegen. Okay. Ein Schattenwächter. Au. 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 Alter. Boah. Ja, das war echt brutal. Damit habe ich nicht gerechnet, dass wir den umhauen können. Alter, ist der hässlich. Da stand er jetzt einfach so um die Ecke, verstehst? Alter. Aha, davon ist wieder so ein Golem-Typi. So, schnell speichern. Jetzt können wir das hier auch schon zu Ende bringen, ne? Kommt ihr so schön gelassen vorbeigewandert. Oh, immer schön drauf. Ah, Spaß gemacht. Ja, tatsächlich. Eisenerz. So, aha, da geht's rauf. Da drüben ist ein Turm versunken. Das schaut aber doch verdächtig aus. Vielleicht sollten wir da mit unserem Freund mal rüber. Als erst möchte ich hier raufschauen. Wenn nicht zu viele Schergen hier sind. Ich hätte halt schon gern mal jetzt einen Teleport, ehrlich gesagt. Ich schau mal hier rauf, ne? Hoppala. Warte. Ja? Hier ist es. Hier auf der Hochebene muss das Haus meines Großonkels Randolph sein. Aha. Folge mir. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo wir suchen müssen. Geh vor. Ich folge dir zum Haus deines Großonkels. Schnell. Ich habe so ein Gefühl, dass ich weiß, wo ich suchen muss. Okay. Das ist ja schon was. Das war jetzt unabsichtlich... Ups. Uah. Das war jetzt unabsichtlich richtig. Lass uns weitergehen. Aha. Nach Möglichkeit Achtung, so wenig wie möglich pullen, wollte ich gerade sagen. Ey, was bist denn du? Ein Drachenschnapper, okay. Du bist hässlich. So. Dann leben ist eh logisch. Der Stärkere, so ist das normal. So. So, jetzt. Ein Scavenger. Das heißt, es gibt gleich frisches Fleisch für uns. Opa! Au. Edward? Du darfst ruhig helfen. Ja, sehr gut. So, roher Hühnerpollen. Mit P. Da wäre noch so ein Händel. Komm, lass uns weitergehen. Ja. Ich gehe voran.
Ja, bitte. Achtung, mach dich bereit. Ja, ja. Zack. Oh, zwei. Ist ja logisch. Kann ja nicht einfach einbleiben, ne? Da kommt ein Dritter gleich. Alter, Alter. Wow. Daneben. Sicher. Alter, willst du mal sterben? Alter. Hat er denn jetzt schon mal? Ich kümmere mich heute mal um den hier. Schon wieder daneben. Ah, hat mal besiegt. Wow. Ist ja nicht zu glauben. Immer fester drauf. Oh, gleich haben. Das war brutal. Ja, muss man echt sagen. Nur weil du so ungeschickt bist, Freund. Verdammt! Es muss doch hier irgendwo sein. Ja. Vielleicht ist es etwas mehr an der Küste. Hm, ich weiß nicht. Mein Vater hat mir die Hochebene genau beschrieben. Aber das hier? Gehen wir weiter. Gut, versuchen wir es an der Küste, wie du gesagt hast. Folge mir, da hinten sieht es vielversprechend aus. So, die Beute nehme ich noch mit. Wo ist er? Da. Komm, lass uns... Warte mal, ich muss... Nein. Es weitergehen. Ich will speichern. So, danke. Lass uns weitergehen. Ja, ja, ich komme ja schon. Du, da greift uns wieder was an, oder? Ich hasse Insekten. Um Gottes Willen. Au. So, lass das mal hin. Alter. So, das war gut. Das war auch gut. Das war sehr gut. Das war auch sehr gut. So, schauen wir, was sie haben. Spinnenhaxen. Spinnenhaxen. Komm, lass uns weitergehen. Haxen und Sichel. So. Ich gehe voran. Ja, mach nur. Aha, das sind auch nur mehr Ruinen. Wenn das das Haus war. So endet also meine Suche bei nichts weiter als einem Haufen Steine. Das ist es? Ja, der Ausblick auf die Berge, die Form des Landes. Alles genau so, wie es mein Vater mir beschrieben hat. Mhm. War dein Vater schon einmal hier? Nein, er kennt dieses Land auch nur aus Erzählungen. Jedoch sind sie ziemlich präzise. Ich verschwende nur meine Zeit mit deinem Dreck hier. Boah, wie gemein. Du darfst die Hoffnung nicht aufgeben, genau. Du darfst die Hoffnung nicht aufgeben. Das sagt sich so leicht. Dein Verlust ist es ja nicht. Trotzdem danke für deine Hilfe. Wie auch immer, ich muss in die Zitadelle. Einer der dunklen Krieger muss doch noch etwas vom alten Randolph wissen und was mit seinem Land geschehen ist. Komm mit. In Ordnung. Diebeskraut, altes Wissen. Ja, vieles von dem Hütchen wirklich nicht mehr übrig, ne? Ein paar Steinchen, wenn nicht. In der Tat. Ich wollte nur hier noch schauen, ob vielleicht was versteckt ist, ne? Schaut aber nicht so aus. Da oben werden wir noch hinschauen. Da oben. Vielleicht gibt es hier irgendwo ein Teleport-Dings. Das wäre schon mal ein Anfang. Das wäre schon ein Anfang. Tralala. So. Ah, da ist er. Schaffen wir das. Bitte. Das wäre sehr nett, wenn wir zusammenhalten. Au. Zack. So, der hat gesessen. Da ist noch einer. Ja, ja. Das war so klar hier. Au. Au. Au.
Jawohl. Au. Ja, fast. Jawohl, er hat ihn getötet, das ist gut. Dann wird er mir jetzt wohl auch hier auch helfen. Jawohl. Jawohl. Sehr gut. Das war brutal. Das macht nichts. Aha, da steht jemand. Alles klar. Proviant. Waren das gerade Bären? Ich glaube, ne? Gold Key. So, war jetzt der andere. Der muss hier irgendwo verstorben sein, oder? Da. Sehr, sehr gut. Das heißt, wir können wieder speichern. Boah, das Land hier ist groß. Aber wir bekommen dafür haufenweise Erfahrungspunkte. Bären, tatsächlich. Winter. Servus, wo ist denn dein Bruder Sommer? Es fühlt sich an wie der sterbende Sonnenuntergang vor der ewigen Nacht. Okay. Was ist los mit dir? Klingt dramatisch. Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Es ist nur... Ich habe sie alle sterben lassen. Wenn? Alle meine Kameraden. Okay. Meine Freunde. Ich habe sie im Stich gelassen. Ich bin so ein Feigling. Jetzt beruhige dich erstmal. Ich sehe gar keine Leichen. Beruhige dich. Jetzt beruhige dich erstmal. Es hat mich plötzlich gepackt. Und da bin ich abgehauen. Und dann habe ich gehört, wie sie schrien. Und ich bin ein schlechter Dämonenjäger. Okay. Meine ganze Familie hat versagt. Reiß dich zusammen. Man darf nie aufhören, für das zu kämpfen, an das man glaubt. Genau. Das sagst du so leicht. Aber das ist es nicht. Dich hätten sie auch erwischt, wenn du nicht gerannt wärst. Das ist, was ist mit deiner Familie? Ja? Was ist mit deiner Familie? Wir waren ein altes Dämonenjägergeschlecht auf Kalador. Aber wir waren eine Sippschaft voller Feiglinge. Immer wenn es brenzlig wurde, haben wir uns aus dem Staub gemacht. Mhm. Und du wolltest nicht so werden? Natürlich nicht. Ich wollte schon ein mutiger, stolzer Krieger sein, seit ich ein Kind bin. Und jetzt schau dir an, wo ich gelandet bin. Das sind die Gene. Da kann man nichts machen. Dich hätten sie auch erwischt, wenn du nicht gerannt wärst. Genau. Dich hätten sie auch erwischt, wenn du nicht gerannt wärst. Jetzt hast du die Chance, sie alle zu rächen. Du ahnst nicht, welche Schrecken in diesem Irrgarten lauern. Ich hab da so eine Ahnung. Wie wär's, wenn wir gemeinsam reingehen? Wie wär's, wenn wir gemeinsam da reingehen? Ich weiß nicht. Komm schon, du schaffst das. Was hast du denn der Höllenbrut entgegenzusetzen? Vertrau mir. Ich hatte schon einige Begegnungen mit den Schatten. Also gut. Dann sag, wann es losgeht. Ich würde sagen, probieren wir es mal. Ich bin bereit. Lass uns gehen. Gut, dann ist es jetzt also Zeit, meine Familie von ihrer Schmach reinzuwaschen. Ja, bitte. Wahrscheinlich haut er wieder ab. Aber wir sind ja auch nicht ganz allein. Einen Runenstein. Nehmen wir gleich mit. Kommst du? Ja, aber wahrscheinlich erst im nächsten Part. Warte mal ganz kurz. Ich möchte noch kurz einmal speichern. Ja, wird schon werden, ne? Kommst du? Ja, wir kommen gleich. Ich wollte nur schauen. Runenstein, gibt es noch einen? Schockwelle, okay. Lagerfeuer, nein, den Fisch nicht. Ich wollte eigentlich nur den Pollen hier, ne? Passt. Okay, dann würde ich sagen, wir beenden den Part. Ein bisschen früher als sonst, aber dafür können wir im nächsten Part hier durchziehen. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!